Ich bin ein Auto, bin sehr lange im Wald. Früher hatte ich keinen Motoren, wurde ich von Pferden gezogen. Wir sind eine sehr große Familie und jeder arbeitet in verschiedenen Bereichen. Ja, was Ernstl? Werner, was gibt's? Ein Grillparty im Garten. 15 Schüttel brauche ich. Na, was sonst? Gib mir eine Viertelstunde, dann hab ich's. Mein Name ist Twine. Ich arbeite auf der Donau und fahre immer von Wien nach Bratislava. Ich bin ein Katamaran, etwas Besonderes. Außerdem bin ich viel schneller und stärker als die anderen. Ich bin Laszlo Hegedus, bin 3 Monate und bin eine rote Paprika. Lebe hier mit 12 Freunden in einem Restaurant in Budapest und sehe täglich die wunderschöne Donau. Ich würde sie gerne mal entlangfahren, doch ich denke, ich werde bald gegessen. Ich bin das Trikot von Luka Modric. Meine Aufgabe ist es, Schweiß aufzusaugen. In meiner Freizeit hänge ich am liebsten auf der Wäscheleine. Mein Lieblingsessen ist Schweiß. Ich bin die, die uns alles Leben ermöglicht. Man nennt mich Mutter Natur. Ich baue seit jeher Lebensraum für jedes Lebewesen. Ich schaffe Nahrung und gleiche Fehler wieder aus. Obwohl es mir an manchen Stellen schwerfällt, mich zu regenerieren, da die Menschen mehr von mir nehmen, als ich geben kann. Für Serbien spiele ich eine große Rolle, da ich ihnen ein schönes Landschaftsbild schenke. Ich bin in etwa so alt wie die Erde selbst und hoffe, dass die Menschen noch lange nicht mein Ende bedeuten. Mein Name ist Dracula, bin 236 Jahre alt. Ich bin zurzeit arbeitslos. Ich habe eine Tochter und mein Lieblingsgetränk ist Blut von Kleinkindern. Mein Name ist Kasimir Krum. Ich arbeite, um Essen zu machen für mich und Frau. Für Essen bestelle ich das Feld, Dünge für schnelleres Wachsen und backe mein Brot. Das Holz hacke ich für Kochen, aber auch ganz wichtig, um nicht frieren im Winter. Wenn wir schlachten, eine von den Tieren, die Frau macht liebsten Essen von mir, die Kawama. Außerdem, wir haben noch Hühner, diese auch laut sind. Ich bin ein Adler aus Moldawien. Manchmal denke ich mir, dass ich zum Donaudelta fliege, um mir eine Schlange zu gönnen. Ich fliege natürlich sehr hoch. Vielleicht denkt mancher, wenn ich so hoch fliege, brauche ich eine Brille oder ein Fernglas. Aber ich habe sehr gute Augen und sehe sogar 60 Mal besser als die Menschen. Ich bin die Antonov 225, geboren in der Sowjetunion, lebe aber zurzeit in der Ukraine. Ich bin 30 Jahre alt und habe am 21.12. Geburtstag. Ich arbeite als Transportflugzeug und transportiere täglich 285.000 Tonnen durch die Luft. Mein Lieblingsessen ist Kerosin, davon kann ich Tonnen verdrücken.